Hey, hier ist Sven von Männlichkeit stärken und in diesem Video beantworte ich die Frage von Luis. Und Luis hat ganz oft das Gefühl, dass er andere Leute nervt. Na, wenn er beschreibt die Situation, ja, okay, wenn ich Mädels oder Kumpels schreibe, eine Nachricht schreibe, dann gucke ich immer rauf, so, haben sie jetzt schon geantwortet oder haben sie nicht geantwortet? Und wenn sie dann nicht antworten, dann hat er ganz oft das Gefühl, so, naja, ich nerv die wahrscheinlich einfach nur. Er wollte einfach mal fragen, okay, wie kann er Nachrichten so schreiben? Wie kann er Leute so einschätzen, dass er sie nicht mehr nervt? Oder dass er nicht mehr das Gefühl hat, dass er sie nervt? Und was ich dir mit auf den Weg geben will, ist ein ganz einfacher kleiner Gedankensprung. Ist nämlich der, du hast keine andere Wahl. Du hast eigentlich keine andere Wahl, als andere Leute zu nerven. Guck mal, ich mache hier Videos. Ich erzähle hier über meine Welt und was ich denke. Ich habe einen Blog, da lesen jeden Tag tausende Männer. Ich habe Produkte, ich habe Bücher. Und wir schreiben das, der Martin und ich, alles raus in die Welt. Und es gibt nicht wenige Menschen, die sich davon genervt fühlen. Es gibt nicht wenige Menschen, die sich das durchlesen und sagen so, was ist das denn für ein Scheiß? Oder Leute, die unser Buch kaufen und dann sagen so, was soll denn der Müll? Und diese Menschen, das ist vollkommen normal. Das ist so, ne? Und ich hätte natürlich mich auch entscheiden können, mich zurückzuhalten. Ich hätte ja auch sagen können, so, na, nee, ich schreibe mal lieber keinen Blog, ne? Ich will ja den Leuten nicht auf den Nerv gehen. Ah, mein Buch, ob ich das überhaupt verkaufen kann für Geld? Na, verkaufen die das und dann sind die unzufrieden. Und ich hätte es auch sein lassen können. Und genauso kannst du es einfach sein lassen. Du könntest es ja sein lassen, diese Nachrichten zu schreiben. Nur dann. Ne? Was wäre, wenn ich das nicht getan hätte? Was wäre, wenn der Martin das nicht getan hätte? Dann hätten wir keine Zehntausende Leute inspiriert. Wir haben jeden Monat, irgendwie, glaube ich, 60.000, 70.000 Menschen auf unserer Webseite. Wir haben unseren Newsletter, mehrere tausend Menschen, die uns folgen, die unsere E-Mails lesen. Wir haben hunderte Leute, die unsere Bücher, Produkte gekauft haben. Und die meisten sind davon absolut begeistert. Und natürlich nervt das einige. Aber weißt du was? Ich gehe nach dem Credo durchs Leben. Ich sage zu mir, hey, lieber 20 Leute, die mich hassen und 20 Leute, die mich lieben, als 100 Leute, die sagen so, ja, der Sven, ne, ganz netter, passt schon. Und das kannst du mal für dich einfach mitnehmen. Wenn du das Gefühl hast, dass du anderen Leuten auf den Nerv gehst, dann denk dir einfach, pff, ja, dann ist das vielleicht so. Dann such dir halt neue Leute, wenn sie nicht zurückschreiben. Du musst dich nicht hinter den Zaum halten und so, okay, dann mache ich lieber gar nichts. Weil wenn du nicht die Gefahr eingehst, dass du anderen Leuten auf den Sack gehst, dann gehst du auch nicht die Gefahr ein, dass du andere Menschen inspirierst, dass andere Menschen dich toll finden, dass andere Menschen mit dir zusammen sein wollen, dass andere Menschen dich einfach lieben. Und du musst die Gefahr eingehen, andere Menschen zu nerven. Du musst die Gefahr eingehen, dass andere Leute das, was du machst, nicht toll finden. Damit viel, viel mehr Menschen das toll finden, was du machst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß. Gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Oder einen Daumen runter, wenn es dir nicht gefallen hat. Ist mir doch Latte. Aber abonniere auf jeden Fall unseren Kanal. Ciao.